Wenn a plus b gleich 7 ist und a minus b gleich 3 ist, dann ist a Quadrat plus b Quadrat gleich zu einer dieser fünf Zahlen. Wenn a plus b 7 ist, dann ist a plus b im Quadrat 49. Also gilt a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat gleich 49. Wenn a minus b gleich 3 ist, dann muss a minus b im Quadrat 9 sein, also gilt a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat gleich 9. Wenn wir diese zwei Gleichheiten addieren, dann verschwinden die Doppelprodukte und wir erhalten 2 mal a Quadrat plus 2 mal b Quadrat gleich 49 plus 9, also 2 mal a Quadrat plus b Quadrat gleich 58. Und demzufolge ist a Quadrat plus b Quadrat gleich 29. Also ist Antwort C die richtige. Man hätte auch so vorgehen können. Wir wissen, dass a plus b 7 ergibt und a minus b 3 ergibt. Indem wir diese beiden Gleichheiten addieren, erhalten wir 2 mal a plus 0 gleich 10. Und indem wir diese zwei Gleichheiten subtrahieren, erhalten wir 0 plus 2 mal b gleich 4. Also so. Somit wissen wir, a ist gleich 5 und b ist gleich 2. Also gilt a Quadrat plus b Quadrat gleich 25 plus 4, also 29.